Hallo mein Chibis, ein herzliches Willkommen zurück zu Pikmin! Ja, heute geht's zurück zum Garten der Begegnungen. Ups, nee, so. Ich wollte eigentlich landen. Einmal da bitte hin. Und wir hoffen mal, dass wir heute alles finden. Weil wir haben echt sehr viel abzutransportieren, leider. Ich glaube nicht, dass wir alles in einem Tag schaffen. Naja, es gibt ein Rätsel. Einige von euch können es vielleicht noch kennen durch die Streams. Das wird ein bisschen problematischer. Oh yeah! Ups, Charlie, komm zurück! Also, ich habe 10 Rote, 10 Stein. Müssen wir jetzt Flug noch welche, oder? Ja. Soll ich sonst dann die blauen bitte und du nimmst dann den Rest noch mit? Ja gut, machen wir so. Nicht von jedem 10 mit, ja. Und du dann den Rest. Ja. Gut, du kannst schon mal gucken gehen. Ich glaube hier, da durch den roten Weg irgendwie. Hier? Irgendwo ging's entlang. Von irgendwo aus war doch schon eine Frucht irgendwo vom Stadtgebiet aus. So. Vielleicht nochmal auf der Karte gucken, welcher Ausgang das jetzt war. War das? Schau mal kurz. War das hier? Oh, da sind Gegner schon. Wo ist denn die Karte? Nee, minus. Nee, ach. Hier. So. Ja, also. Dann hab ich mal gucken, ich muss über eine Brücke rüber. Okay, alles klar. Ja, aber das ist auch ein Haufen Gegner. Ja, und da geht's noch weiter zu Elektrozaun. Gut, dann musst du also andere Seite direkt. Hier lang, genau. Ich mach hier mal die Gegner weg. Nach Hoffnung. Also muss ich da lang. Eie. Rauf da! Ihr bleibt mal hier. Super. Cool. Ja, komm. Ja. Die Idioten! Ich glaube tatsächlich, mittlerweile sind meine Lieblingspigmente die roten. Es haut wieder alles nicht richtig hin, ich hasse das. Huch, irgendwo ist ein Flugpigment von mir abhandengekommen. So. Die sind hoffentlich in Sicherheit, weil da treibt sich nämlich auch schon ein Gegner rum. Vielleicht mache ich erstmal den da weg. So, sehr schön. Der ist weg. Der nervt schon mal nicht mehr rum. So, ihr Gelben, macht mal euer Job. Ein bisschen weiter weg, sonst würde ich dir helfen kommen. Ah! Doch meine Pigments zu fressen. Oh! Ich muss aber wie hinter das Vieh irgendwie kommen. Ja, die sind die ganzen Roten schon gestorben. Ja, sorry. Ich muss erst mal wie hinter das Vieh erstmal irgendwie kommen. Ich muss bei so großen Gegnern erstmal in der Reihe kommen. Die Kleine schmeißt einen Stein drauf und fertig ist es. Ja. Ja, oh, hast du welche umgebracht, ey. Ja, sorry, das hat alles nicht so richtig hingehauen. Reiß die Kamera raus. Ja, du hast mir früher meine ganzen Picknick gerade alle mitgenommen. Gerne. Welche willst du denn haben? Meine ganzen gern, die ich gerade hatte. Ich brauche auch noch irgendwelche. So. Ich nehme den Rest mit, weil hier ist außerdem auch gerade. Ja, ist schön, dass du mir absolut keine roten übrig lässt und keine Steinpicknick. Da kommen wir zurück, meine Güte. Ja, ich hätte wollte gern, dass man damit die Gegner abtransportieren lassen. Ich habe meine nicht. Kriegen. Ich habe meine nicht umgebracht. Ja, wäre trotzdem schön, wenn ich die Kiste nicht wieder vermehren kann, mein Gott. So, hier. So ein Nektar schlürfen. Oh, das mit Nektar und der wieder vorne und hinten, ich ne. Oh, Leute. Gut, okay. Komm mal her. Kann ich da nichts. Die großen Gegner sind halt immer scheiße, wenn du absolut nicht hinter die Viecher kommst. Mhm. Ich wollte erst um die kleinen Kackviecher weglocken, dass ich die erstmal los. Bringen wir unsere Community nicht um. Hier kommt ein Gegner raus. Muss ich jetzt lang? Durch das Elektrotor durch. Da ist aber ein Gegner. Am besten Feuerpigment. Ach Leute. Ja, dann macht halt. Warum ist dein Flügelpigment? Was soll das denn? Wo ist ein Gichari? Der ist da.
Oh, dann nicht dahin, ihr Deppen. Ich sollte den Gegner abtransportieren. Braucht Charlie nämlich. Vollpfosten, ey. Eieieiei. Komm schneller. Charlie, beweg dich. So. Gut, das ist eine Traube. Wir sollen alle da ausgraben. Oh nein. Abkürzung freigeschaltet mit einer Datei. Dann hol ich dir schnell mal. Ja, er schon wieder. Wie war es nochmal, der Vieh? Ich glaube, die Augen waren sein Schwachpunkt. Was machst du da? Alle herkommen! Ja. Ihr sollt graben, ihr Deppen. Ach du Schande, der hat doch Kinder hier am Start. Ich hab keinen Bock zu graben. Warum graben die nicht? Boah, der regeneriert sich so schnell. Diese Dreckskinder. Scheiße, hat nicht gereicht. Ja, komm! Kinder sind da so das Problem. Hab ich auch alle, nicht diese deiner. Die Bock hat. Ja. Ja, sorry. Die Kinder sind das Problem. Ja, komm. So, super. Fuchs drin. Jetzt. Wunderbar. Als ob der es überlebt hat. Ich habe kaum noch rote, ist nicht gut. Ist nur ein bisschen gerade. Ja, ich habe da ein Tor weggemacht, da bin ich irgendwie durch. Bist du da durch? Nee, ne? Ja, dadurch. Naja, das ist ja sowieso. Ja, seine Kinder sind hier aber auch noch. Ja, 8 Pigments habe ich leider verloren. Puh, kannst mir beim Abtransportieren helfen. So, ich hole meine Datei. Glubschgreifer, sein Bauch ist ein schwacher Punkt. Greifst du seine Augen an, fällt er auf den Rücken. Ja gut, das wurde aber schon, glaube ich, mal gesagt. Gut, okay. Ach, da ist immer noch eins seiner Scheißkinder. Komm her! Gott, ey. Auch so lange. Komm, helf mal mit, bitte. Oh, ihr Trottel. Kommt da raus! So war das eigentlich nicht gemeint. Egal. Ja, dann. Dieses kleines bisschen, die Pfütze können Pigment nicht schwimmen. Meine Güte. Keine Ahnung, könnt ihr fliegen? Dann nehmt ihr das Flugdings mit. So. Oh, hier kann man graben. Gut, ein paar müssen wir jetzt haben. Da fehlt noch eine. Ich glaube, eine Melone hatten wir auch schon mal ausgegraben gehabt. Da müssen wir mal gucken. Hier muss man kurz gucken, was kommt da raus. Ach, das sind hier nur so welche Dinger.
Wir haben leider ein paar rote verloren. Die kleinen Einzeldinger lasse ich jetzt mal gut sein. Ich habe die roten gerade eh nicht mit. Ach. Packt immer bitte. Ich brauche hier. Okay, das andere Elektro-Tor war so nur so darum. Hast du die Weintraube eigentlich mitgenommen? Ich weiß gerade nicht, wo. Nicht, als da, wo du reingekommen bist bei mir, da war eine Weintraube. Jetzt komm nochmal bitte zur Stelle zurück. Dann mach ich gleich. Ich wollte nur erstmal hier. Ja, gut. Gut, da kommen noch welche. Ja, lass sie ruhig da. Du kannst sie, die können ja weiter reintragen. Wir brauchen doch keine Flugpigmen. Ja doch, sonst nehmen wir mal andere. Hauptsache wir kriegen mehr Pigmen. Es gibt ja auch Achievements für so viele Pigmen. Na, Versteine. Ja komm, macht hin, Leute. Wir kommen bitte gleich nochmal zur Höhle. Das war ja auch durch so ein. Das war ja auch so eine Tor durch. Muss mal gucken. Ja, da auf jeden Fall lang. Und da oben durch. Da kommen die ja nicht rüber. Das ist eigentlich nur eine Pfütze. Ich verstehe nicht, warum hier die Pigmen da saufen können. Keine Ahnung. Warum sind da noch welche übrig? Kommt her, Idioten. Was denn für eine Traube? Wo denn? Was denn? Ja, hier. Ah, da drüben. Ja, gut. Müssen wir eben kurz. Das ist ja mit so einem. Obwohl, probier mal mit den Flugpigments. Die Flugpigments müssen ja eigentlich rüberfliegen können, wenn wir ehrlich sind. Ich kann aber dann nichts abtransportieren. Oder kann ich da wie. Das geht ja runter. Ich schmeiß mal Alf rüber. Die Flugpigments. Ja. Ah, super. Okay, Flugpigment schon bewahrt. Das Problem ist, ich komme jetzt hier gerade. Da. Nee, andere Seite hättest du lang müssen. Ja, keine Ahnung. Da, wo wir runterspringen, dann rechts entlang. Dann geht's hier hoch. Da. Ja, ich habe geguckt, ob da was ist. Wie das macht. So. Oder? Frucht erhalten. Nein, ich habe die Frucht. Das ist eigentlich, jetzt haben wir doch schon, oder? Ja, was ich mich gerade noch. Jetzt haben wir die Frucht zusammen. Super. Dann brauchen wir hier auch nichts mehr machen jetzt, oder? Nee, hier nicht mehr. Komm mal weiter. Drei Früchte. Halt. Die kommen gerade alle wieder hergeflattert. Komm mal schön zurück, ihr Spinner. Gut, dann lass uns mal versuchen, die riesige Melone zu suchen. Da fehlen aber irgendwie zwei. Ich habe 40, du hast 58. Ah! Okay, da waren die zwei. Ich guck mal eben kurz auf die Karte. Also, da sind wir fertig. Da war es auch nicht. Die riesige Melone. Da ist das Rätsel. Das müssen wir uns für den nächsten Mal aufnehmen. Okay, da haben wir jetzt einen sehr langen Weg vor uns. Wir müssen jetzt einmal komplett auf der anderen Seite rüber. Wir können ja versuchen, ob wir es schaffen. Also, erstmal zurück zur Zwiebel. Die Melone auch noch? Hm? Die Melone fehlt doch auch noch, oder nicht? War nicht irgendwo links? Keine Ahnung. Also ich fährt zur großen Melone hin. Und wir müssen ja einmal komplett durch die ganze Map. Aber die war doch da. Nein, die Karte hat sich ein bisschen gedreht. Na gut, keine Ahnung. Die Melone ist, folgt mir. Da müssen wir einmal komplett rüberlatschen. Schau mal kurz. Jo. Folgt mir einfach. Ich finde das immer so dämlich, wie Charlie da hinterher latschen tut. Ja, da glitscht voll rum mal die Pigmen im Weg sind. So, wir müssen mal kurz gucken. Über die blaue Brücke müssen wir rüber. Oh, yippie. Und noch irgendwer da rumnervt. Ja, die können ja weggetragen werden. Du hast ja noch ein paar rote, ne? Ja. Für den Kampf, okay. Und willst du mir ein paar rote abgeben? Kann dir auch ein paar rote geben. Und 10 Stück würde ich gerne noch für mich selber behalten. Danke dir. So. Dann halt nicht. Ach, das war die Melone vom Schlamm, Dings. Kann sein, ich weiß es nicht. Komm, lass mal versuchen, die noch zu holen. Da. Ja. Wow, was ist denn hier passiert? Guck mal, der Boss ist jetzt so eine Blumenplantage geworden. Stimmt, es kann sein, dass man die nicht mehr geschafft hat zu transportieren, kann das sein? So, ich lass die Flugpigments. Ja gut, die roten sind es halt auch, keine Ahnung. Also, schmeiß die Flugpigments noch ran, ich glaube, die können das. Ich kann meine 5 noch anschmeißen. Ja, gut. Ja gut, wenn wir hier sind, der Tag ist ja auch nicht mehr so lange, dann lass uns hier noch abernten. Zumindest erstmal das, wir können erstmal die Sachen abernten, die. Zumindest die großen, dicken Dinger. Ah, die ist gelb, dann machen das auch die gelben. So. Mann, ihr sollt. Ist ja auch schön, dass die. Leider die Pigmen, die hier gefallen sind. Ha? Kannst ja versuchen, hier schön den.
das zu geben, die auch die Farbe haben. Was ist das Rote denn? Weiß ich nicht mehr. Vielleicht Ultimavirus-Spray? Keine Ahnung, irgendwie passiert da gerade nichts. Na, ich dachte, vielleicht kann man die Rakete von Nogetate noch mitnehmen. Ach nee, ich kann das irgendwie trinken. Ach, das ist die Ultimavirus-Spray wahrscheinlich. Keine weiß, Brittany gerade gesoffen. Hier ist noch Dings. Wollen wir langsam uns auf den Weg zurück machen? Na, die einzelnen Dinger können wir ja lassen. Die sind ja wirklich, die bringen ja nicht so viel. Ich gehe schon mal weiter, ne? Also wir zurück. So. Haben wir alle? Ich hoffe es einfach mal. Wir hoffen auf das Beste. Sehr gut. Ich glaube. Ich weiß leider nicht mehr, wie viele es insgesamt gab am Früh. Ich glaube, 6 fehlen uns. 4 haben wir ja gleich gehabt zusammen. Mit der Melone. Und 2 sind ja noch bei diesem blöden Rätsel. Ja. Da müssen wir eigentlich auch mit dem Gebiet durch sein. Ja, aber das schaffen wir jetzt nicht mehr an dem Tag. Nee. Bin überlegen, ob wir noch ein paar. Man kann höchstens auf dem Weg schon mal gucken, dass es schon mal ein paar Gegner oder so wegmacht. Schon mal den Weg ein bisschen freiräumt. Ja. Das kann man machen. Den Weg schon mal ein bisschen sicher machen. Ja. Dass wir morgen dann da hinten durchspazieren. Noch ein paar Pigments-Kinder mit. Können ja noch ein paar Gegner tragen. Tragen das erstmal alles so ein bisschen ab, nicht, dass sie wieder so zurückfliegen. Ja. Ein paar müssen eigentlich noch kommen, oder nicht? Ja. Na gut. Ist jetzt blau geworden leider, aber ist auch okay. Nimmt man mit. Ach, hier ist noch Nektar. Aber im Boss war auch noch so ein bisschen was. Warum steht hier nur der Gegensprung? Suppi. Okay. Ich noch ein paar, ich habe glaube ich noch ein paar Blattpigmen. Den trinkt man schön. So, den bringt er auch mal wieder nach Hause. Ja, die muss er echt immer an wie sind dran schicken. Die trinken sonst nichts. Ja. Ich hab doch immer noch welche. 19, 18, gut, okay. Gut, dann würde ich jetzt vorschlagen, machen wir das, was du gesagt hast. Auf dem Weg uns noch zum Gegner. Darf ich kurz? Okay, das ist sogar hier gleich um die Ecke. Wo bist du? Hier bei, direkt beim Schiff, hier um die Ecke. Da ist schon einer dieser blöden Frösche. Der muss weg. Da ist gleich der nächste Frosch. Jetzt habe ich gleich kein Pigment mehr, du Nase. Hallo. So, ich habe den schon. Im Wasser müssen wir nicht hin, sondern wir müssen nämlich dahin. Dadurch. Und wollen wir? Gehen wir dadurch. Hier müssen wir wohl durch. Wie ich das jetzt richtig auf der Karte gesehen habe. Ja, das ist die Passage. Ich erinnere mich daran. Ja, allein komme ich hier nicht weiter. Okay, hast du noch gelbe Pigments da? Ja. Dann hier weiter geradeaus durchlatschen. Sei mal so gut und schick deine gelben darauf. Dass wir das vielleicht noch wegkriegen, die Barrikade. Sonst lasse ich dich hier. Ich kann nur mal schon mein. Gut, Charlie kann ich auch noch hier lassen. Schau uns mal nach den anderen Pigments. Dann gehe ich schon mal zurück. Mhm. Dahinter ist zwar eine Frucht, aber ich glaube nicht mehr. Es ist zwar nah dran, aber ich würde jetzt nicht drauf anlegen, die jetzt noch abzutransportieren. Uns fehlen aber immer noch Pigments. Achso, ja, das ist ja deine dort. Die sind ja gerade am Abkloppen. Gut. Okay, so. 85, 15. Sonderdatei. Ja. Durch Zufall entdeckte ich einen Mechanismus, doch zu zweit können wir Louis und ich ihn nicht bedienen. Unser Arbeitgeber, der Präsident von Gotate, Fright, ist im Urlaub und unerreichbar, obwohl unser Urlaub gestrichen wurde, damit wir diesen Planeten erkunden. Ja, Vorgesetzte verzichten nicht auf ihr Urlaub. Nee. Ganz schön hoch. Ganz schön hoch, ja. Da komme ich auch nicht. Nee, das müssen wir nämlich zusammen im Teamarbeit machen. Nein, hol sie zurück! Was? In 5 Sekunden ist der Tag vorbei. Also, Masse ist zwar gut, aber hol die zurück!
Leute! Hallo! Leute! Kommt ihr bitte? Die Kamera ist scheiße. Also, die Idee, dass du... eigentlich muss man mit dem Mechanismus echt die einzelnen Kapitäne immer weiter etappenweise und die dann wirklich da hochschicken, aber... deine Idee hat uns, glaube ich, Arbeit erspart. Ich habe das Rätsel müssen höchstens machen für die Datei da oben. Ja. Da war noch eine Datei. Ich habe das Rätsel gebreakt. Ja, gut. Ja, wo fährt man die Flugpigmen, wenn nicht Dutzend, ne? Ja. Das war kein Cheating, die Flugpigmen, die kommen nur mal an hochgelegene Orte. Hast du recht, also... Jetzt müssen wir noch das Rätsel für die Datei machen und andere, die Flugpigmen können schon mal transportieren, ja, in der Zeit, wenn wir das Rätsel machen. Ja gut, auch wenn zwei du... zwei Kriegen mit einer Klappe. Auch mit der Gefahr hin jetzt, dass du vielleicht das Ganze... ja, ich würde trotzdem sagen, wir machen einen Cut dazwischen, weil ich weiß nicht, wie lange wir... Klaus mich sehr geht. Ja, lieben gerne neue Früchte. Das ist nicht ganz so wichtig. Ja, ganz ehrlich, da kann man die abtransportieren oder die Datei holen, dann sind wir da auch durch. Ja. Zumindest die eine Frucht, da gab es ja zwei, glaube ich, noch weiter hinten, oder? Ja, zwei Frucht gab es. Eine ist noch weiter oben, ja. Ja, die haben wir jetzt im Prinzip schon mal. So gut wie. Interessante Farbe. Trauben mit Sternfrucht gemixt. Ich mag ja so schon Sternfrucht nicht so gerne. Netzballon. Oh, eine Netzmelone, lecker. Traube mit Melone gemischt, ne? Ich weiß ja nicht. Doch, doch, das könnte schon schmecken. Ich wollte gerade sagen, die Dinger sind doch voll groß. Da muss doch was rauskommen, ja, du. Sehr schön. Dieser Augenblick lässt eine Böe des Tages vergessen. Sag nichts. Oh, schade, dass ich teilen muss. Interessant, dass sie nichts dazu sagt, dass wir 44 Rationen haben. Sehr schön, wir sind doch ganz gut versorgt. Ganz gut. Hallo, ihr seid für einen perfekt guten versorgt. Monat sind die versorgt. Na? Ja. Ja, heute leider 18 ja, Pigments verstorben, leider ein bisschen zu viel. Aber ja, hoffen wir mal, dass wir noch mehr Pigments kriegen. Ja. Goodie. Oh, ich darf mal wieder. Rote Pigments sind feuerresistent und zeigen keinerlei Furcht im Umgang mit Flammen. Im Vergleich zu anderen Pigments sind sie sehr gute Kämpfer. Wenn man ihre Gesichter sieht, sollte man nicht annehmen, dass sie so gut im Kämpfen sind. Fast wie beim Captain. Nett. Sehr schön, haben wir das auch geschafft gehabt, mein Lieben. Und da bleibt uns noch die zwei Früchte. Ich fand es echt interessant, dass man da oben ganz hoch kann. Also Respekt. Das ging auf jeden Fall in die Wii U-Version nicht, da bin ich mir sicher. Also ich glaube, die gelben hätte ich nicht so weit. Die fliegen hoch, aber nicht so hoch. Nein, allgemein, dass du die da oben anvisieren kanntest. Also die gelben hätte ich da, glaube ich, nicht hochgeschossen. Weil der Radius bekommen. Wurde erweitert mit der Switch-Variante, deswegen. Ja gut, mein Lieben. Dann haben wir das jetzt geschafft. Ich würde erstmal hier mich verabschieden. Wenn der nächste Tag doch nicht so lang sein sollte, weil wir recht schnell an die Sache rankommen, dann werde ich das hinten ranhängen. Okay? Dann kann man den da frühzeitig beenden, wenn wir das hier gemacht haben. Ja. Eigentlich müssen wir nur noch die Früchte holen, oder ja, nicht? Na gut, meine Lieben, ich verabschiede mich aber jetzt vorerst und falls doch was danach kommt, dann wisst ihr Bescheid, ne? Schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis später dann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.